www.kindernetz.de. Das ist mal ein toller Bauernhof, was? Der gehört jetzt mir. Also, eine Zeit lang zumindest. Die Bauersleute sind nämlich ein paar Tage verreist. Und solange schmeiße ich den Laden. Naja, also, Davina hilft mir ein bisschen dabei. Und wieso kann ich nicht mit? Ach, Olli, das hatten wir doch schon. Im Krankenhaus sind keine Tiere erlaubt. Och, blödes Krankenhaus. Also ich bin froh, dass meine Mama dort ist. So wird sie nämlich schnell wieder gesund. Und ich krank. Wieso denn krank? Weil es ohne dich so langweilig ist, Davina. Du kannst ja nachher schon mal den Tisch abräumen zum Beispiel. Hm? Ja, sehr spannend. Und dann? Dir wird schon was einfallen. Ich muss jetzt nämlich los, es ist schon spät. Wir Löwen sind doch nun mal Rudeltiere. Wir können nicht ohne unser Rudel. Und du. Und ich? Du bist doch mein Rudel. Kannst du nicht ein anderes Mal fahren? Olli, das geht nicht. Olli? Den Autoschlüssel. Nein! Bitte. Ich will nicht, dass du weggehst. Ach, Olli, meine Mama wird sicher sehr, sehr traurig sein, wenn ich sie nicht im Krankenhaus besuche. Soll ich ihr sagen, dass du schon... Ja, schon gut. Hier. Danke. Du wirst sehen, ich bin auch ganz schnell wieder da. Okay? Okay. Da fährt es weg. Mein Rudel. Was mache ich denn jetzt bloß? Ich hab's. Ich suche mir einfach ein neues Rudel. Schweine. Die sind lustig und intelligent. Fast wie Davina. Aber. Oh, Schweine müffeln auch ganz schön. Das tut Davina nicht. Nee. Chef von so einem Stinkerudel, das ist nix für meine feine Löwennase. Das wäre mal ein ordentlich großes Rudel. Und es gäbe immer frische Milch. Genau das Richtige für mich. Hier riecht's aber auch nicht viel besser. Und irgendwie sind die ganz schön dröge. Und Gras fressen den ganzen Tag? Pah, nee. Hey. Moment mal, eine Katze. Na, das passt doch perfekt. Katzen und Löwen sind ja eine Familie. Ich denke, das Rudel nehme ich. Hallo, ich bin Olli. Und ich bin mir sicher, du freust dich, dass ein starker, furchtloser Löwe euer Rudel übernehmen wird. Würdest du den anderen bitte mal Bescheid sagen, dass der neue Rudelchef hier ist? Hä? Na, wahrscheinlich war ich einfach zu eindrucksvoll und die arme Katze hat Angst vor mir bekommen. Na, vielleicht sind die anderen weniger schreckhaft. Gut, dass ich dich treffe. Keine Angst, ich möchte nur ein bisschen mit dir quatschen. Ich hab's gerade schon deinem Kollegen erzählt. Ich bin der neue Rudelchef und, sag mal, hörst du mir überhaupt zu? Hä? Hey! Irgendwas läuft hier aber ganz gewaltig schief. Die nehme ich ja gar nicht ernst.
Vielleicht sind Katzen doch ein bisschen anders als wir Löwen. Und vielleicht nicht schlecht, wenn ich erst mal herausfinde, was man als Katze so drauf haben muss. Smartphone? Was ist das Besondere an Katzen? Sie haben ein Nachtsichtgerät, einen Geräuschverstärker, einen Berührungsmelder und Erschütterungssensoren. Katzen haben wirklich viele Besonderheiten. Sie alle machen sie zur perfekten Jägerin. Sie ist die Königin der Sinne. Sehen. Schon tagsüber entgeht dem Katzenauge keine Bewegung. Doch erst in der Nacht zeigt die Katze, was sie wirklich drauf hat. Wo wir schon längst im Dunkeln tappen, bewegt sich die Katze wie am helllichten Tag. Ihre Augen arbeiten wie Nachtsichtgeräte. Aber wie geht das genau? Die Katze nutzt das Licht besser als wir. Sie kann es quasi verdoppeln. Wenn sie nachts zum Beispiel auf eine Maus trifft und nur wenig Licht auf ihr Auge fällt, dann hat sie hinter dem Auge eine Spiegelschicht. Die wirft das Licht aufs Auge zurück. Deshalb kann die Katze die Maus heller und deutlicher sehen. Die Spiegelschicht lässt die Augen der Katze im Dunkeln auch leuchten, weil sie das Licht reflektieren. Das hat man sich übrigens für Fahrräder abgeguckt, heißt ja auch Katzenauge. Hören. Alles ruhig, nur ein paar Vögel zwitschern. Das ist es, was wir hören. Katzen hören aber viel mehr. Zum Beispiel eine Maus, die bis zu 20 Meter entfernt sein kann. Eine einzige Maus ist für die Katze so laut wie für uns 1000. Deshalb verlässt sie sich beim Jagen ganz auf ihre Ohren. Sie hört die Maus nicht nur, sondern kann auch ganz genau peilen, woher das Piepsen der Maus kommt. 27 Muskeln pro Ohr sorgen dafür, dass der Katze wirklich nichts entgeht. Tasten. Ein Erdbeben kommt für uns Menschen meist überraschend. Nicht für Katzen. Die machen sich rechtzeitig aus dem Staub. Ihr Frühwarnsystem sind die Pfoten. Die Ballen der Katze registrieren jede kleinste Erschütterung. So verrät sich ein möglicher Leckerbissen schon durch Hüpfen. Und dann sind da noch die Schnurrhaare. Die helfen der Katze, wenn ihre Augen schon nichts mehr erkennen können. Die feinen Haare nehmen jede kleinste Luftverwirbelung wahr. So kann sich die Katze auch in völliger Dunkelheit zurechtfinden. Na also, das ist ja wohl die leichteste Übung. Die werden staunen, wenn ich mit meinen irgendwie habe ich da überhaupt keine Schnurrhaare. Zu doof. Das haben wir gleich. Da waren doch neulich noch welche. Ah! Na, die werden Augen machen. Ja, da seid ihr platt, was? Ich weiß, es ist für euch Katzen sehr wichtig, dass ihr auch im Dunkeln klarkommt. Da muss ein Rudelchef natürlich mit gutem Beispiel vorangehen. Deswegen aufgepasst, ich werde jetzt in völliger Dunkelheit zu diesem Heuhaufen darüber gehen. Achtung, es geht los. Ups. Was ist denn jetzt dieser blöde Lichtschalter? Das war wohl nichts. Liebes Rudel. Och, Menno, alle lassen mich im Stich. Es muss doch irgendetwas geben, womit ich diese Katzen beeindrucken kann. Smartphone? Was können Katzen noch? Katzen haben noch viel mehr drauf. Sie können hervorragend klettern. Ihre gebogenen Krallen benutzen sie wie Kletterhaken. So können sie mühelos einen Baum rauf und auch wieder runterklettern.
Die Krallen können sie bei Nichtgebrauch in kleine Hauttaschen in ihren Ballen einziehen. Das können Hunde nicht. Die Ballen sind auch etwas ganz Besonderes. Sie dienen zum Beispiel als Stoßdämpfer bei Sprüngen. Katzen können aus dem Stand 1,5 Meter hochspringen. Und sie besitzen einen schmalen Brustkorb. Ihre Vorderbeine liegen eng beieinander. Mit Hilfe ihres Schwanzes kann eine Katze selbst die schmalsten Baumstämme ausbalancieren. Und wenn das mal schief gehen sollte, gibt es noch etwas Besonderes, was Katzen können. Im Fallen löst eine Flüssigkeit im Ohr der Katze einen Wendereflex aus. So landen Katzen immer auf ihren Pfoten. Ein kurzes Kopfschütteln, die Flüssigkeit fließt wieder zurück und die Katze kann wieder auf Entdeckungsreise gehen. Na, das habe ich doch locker drauf. Das wird auf jeden Fall klappen. Liebes Rudel, nichts ist für eine Katze so wichtig wie der Gleichgewichtssinn. Ich, als euer neuer Rudelchef, werde jetzt eine Höhe besteigen, aus der wohl noch keiner von euch, wahrscheinlich noch keine Katze dieser Welt, je gesprungen ist. Ich weiß, das sieht sehr gefährlich aus. Und ich mache mir auch gleich in die Hose. Aber für einen Löwen wie mich ist das eine Kleinigkeit. Achtung! Ich springe! Wow! Au, 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 mein Bein! Aua! Natürlich. Wieder alle weg. Ich bin der einsamste Löwe auf der ganzen Welt. Keiner mag mich. Und alle lassen mich im Stich. Erst Davina. Olli, bin wieder da. Wo steckst du denn? Davina! Erst meine Mama und jetzt du. Ich arbeite ja den ganzen Tag nur noch als Krankenschwester. Bei dir, Olli, dein Lieblingstee. Oh. Ah, danke, Davina. Kann ich sonst noch irgendwas für dich tun? Ja, bleib bei mir. Geh nicht wieder weg. Ist gut, Olli. Du, Davina, du bist das allerbeste Rudel auf der ganzen Welt. Och, das ist aber lieb. Dankeschön. Und du bist der allerbeste Rudelchef. Wirklich? Wirklich. Hey, Moment mal. Muss man da nicht erst mal den Rudelchef um Erlaubnis fragen? So. Euer Durchlauf. Hm. Dürfte ich bitte einen dieser Kekse haben? Lasst mich nachdenken. Nein. Ach. Ein Keks, Olli. Nein, kein Keks. Du darfst nämlich gleich 2 Kekse. Oh, und ich hätte gern von den Schokobonbons, bitte. Die hier? Oh ja. Weiß oder rosa? Beide. Okay. Ah. Einmal rosa.